E2 Turok 2 Seeds of Evil in der Kolonie der Mantids. Wir sind immer tiefer hier eingedrungen bisher. Und ja, haben endlich auch einen dieser Embryonen erwischt. Und werden hier schon wieder total in die Mangel genommen. Was für ein super Start in dem Part. Oh, nicht zu tief springen. Gibt es nämlich 4 Raketen. Hier hat nur ein bisschen Munition. Die Pistole. Oh mein Gott, das sind einfach schon wieder viel zu viele Gegner. Er schießt da einfach durch. Okay, ich kann auch durchschießen. Umsonst aufgeregt. So, und der hat eine Ladung Raketenwerfer geschluckt. Okay. Ich musste es testen. Ein so guter Start. Aber lassen wir das so stehen. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Part endlich diese Welt abschließen. Was ist das bitte für eine Tür? Wollt ihr dann krepieren? Okay. Das führt schon wieder direkt zum nächsten Teleporter. Bevor ich hier überhaupt irgendwas gesehen habe. Das ist so krass. Hier war nur ein Gesundheitspunkt. Hier waren ein paar Gefrierprojektile. Das sieht aus wie eine Falle. Na. Wirklich? Es führt nur zu einem Kontrollpunkt. Wieder einmal. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Ich sag dir, wie du mir helfen kannst. Zusätzliche Munition. Gib mir mal maximale Muni. Verbesserte Gesundheit. Gib mir mal volle Gesundheit. Und auf Wiedersehen. Nein! Turok. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Du kannst mir nicht helfen. So, volle Munition. Und volle Gesundheit. Einmal voll alles. Und natürlich leben die Gegner jetzt hier wieder. Wäre ja auch nicht cool, wenn die tot geblieben wären. Aber das war zu erwarten. Hier muss man schwimmen können. Kann ich. Ich gehe trotzdem nicht frontal dort rein. Okay. Hier ist wieder so ein Werfer. Da ist eine Ultra-Gesundheit. Oh. An die komme ich auch, weil ich den Talisman habe. Ultra-Gesundheit. Ist ziemlich cool. So, was haben wir hier unten? Na. Ja, eine Zielfunktion ist das, was dem Spiel fehlt. Und was haben wir hier? Ein Taschensprengsatz. Oh Mann. Mehr als nur ein. Kann ich hier durchlaufen? Ich meine, ich habe zwar den Talisman mit dem Feuer, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Das führt zum Ausgang der Welt. Gut, da will ich auf keinen Fall rein. Zum jetzigen Zeitpunkt, das wäre fatal.
muss noch zwei Embryonen und ja. Das Portal kam jetzt irgendwie überraschend. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Und hier ist das nächste. Wo führt das hin? Oh. Das könnte wieder zu so einem Embryo führen. Oh mein Gott. Es nimmt einfach kein Ende hier mit den Gegnern. Ja, okay. Ja, mit dem Feuertalisman kann man hier auf jeden Fall was machen. Beispiel hier. Hat man einmal volle Munition für alles, was relevant ist. Das reichte nicht. Jetzt aber. Okay. Da lebt noch einer, aber den lasse ich mal noch kurz in Ruhe. Hängst du beim Klettern, Tora? Sag mal. Achso, das soll nur den Weg zeigen, weil man den Feuertalisman nicht hat. Aber keine Sorge, wir haben ihn. Ich habe auch noch nicht das Portal gefunden, wo ich die Feder abgeben kann. Fällt mir so auf. Mir fehlt noch so viel. So. Mann. Ihr seid echt nervig, ne? Oh mein Gott. Wo ist sie? Oh nein, ich bin runtergefallen. Könnte es jetzt ihn vielleicht auch mal erwischen? Da wäre ich sehr glücklich drüber. Okay. Ja, hier geht es, glaube ich, zum nächsten Embryo. Das sieht wieder so aus. Schon mal gut. Einfach draufhalten. Einfach durchballern. Da. Ja. Geh kaputt. Nicht der Schaden, ja. So, damit hätten wir zwei der drei Embryonen. Ja, schießen wir halt daneben. Okay, hier war es das soweit. Auf jeden Fall ein krasser Weg dorthin. Hätten wir zwei. Da fehlt ja immer noch einer. So wie der Hauptcomputer. Ja, ja. Ich ignoriere dich jetzt einfach, Kumpel. Dich habe ich nämlich nicht so Bock. Da kommen beiden noch mehr. So. Ich habe bereits den Ausgang gesehen. Ja. Da komme ich wieder im Wasser raus. Das hätte ich mir auch schenken können. Genau, hier ist der Ausgang. Ja. Hier sind auch solche roten Gems drin, ne? Hier ist noch ein Weg.
War doch irgendwo noch ein Teleporter. Hier kann man schwimmen. Unter Umständen. Vielleicht gibt es ja im Wasser auch noch was. Aha. So wie diesen geheimen Bereich hier. Vielleicht. Oder vielleicht nicht ganz so geheim, denn das führt hier hoch. Ich schieß durch ihn durch, oder? Ich habe einfach durch ihn durchgeschossen. Das wird das Problem manchmal sein. Oh, noch ein Teleporter. Führt er zum letzten NES, zum letzten Ampel oder zum Hauptcomputer? Finden wir es heraus. Er führt zu etwas, wo ich... Nun ja. Wie soll ich das ausdrücken? Ich komme ja nicht lang ohne den Talisman. Und diesen Talisman gibt es erst in Welt 6. Also hat sich das schon mal erledigt. Dieser Weg. Aber es gab dann noch einen Teleporter. Da war ich mir ziemlich sicher. Den bin ich doch auch noch nicht gegangen. Weil ich nicht schon wieder woanders landen wollte. Halt. Ja doch, da komme ich wieder in den Raum raus, wo ich sowieso hin will. Langsam verwirrend hier drin, ne? Mann, oh Mann. Die halten teilweise aber auch so verdammt viel aus, ne? Ja, da war ich auch noch nicht. Gut. Keine Gegner. So, führt das zum letzten Embryo? Nein, das führt zu dem Supercomputer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ganz vorsichtig. So, eins und zwei. Eins und zwei. Nicht mit mir. Ich bin diesmal vorbereitet auf euch. Ihr habt mich oft genug getötet in dieser Welt. So. Okay. Platzieren wir die Ladungen. Jetzt auch noch rum. Sehr schön. Das wollte ich sehen. Aber das war doch auch noch nicht der. Ach, wie es ihn halt einfach nicht interessiert hat. Einfach gar nicht interessiert hat. So, das bringt aber nur uns wieder hier hoch, wo es die Ultragesundheit gab. Von der auch nicht mehr so viel übrig ist. Ja, dann war hier unten noch was? Oder bin ich von hier gekommen? Oh Moment, das führt wieder in diesen Raum, verdammt. Dann... Ach komm, nein, spring doch nicht schon wieder darüber. Hab's hier nur die drei? Hier war ich. Aber mir fehlt doch noch ein Teleporter, vor dem ich stand und wo ich nicht wusste, wo der mich letztendlich hinführen wird. So, dort oben war ich. Und dort kam ich.
Ach, hier. Hier. Ja. Ich sag doch, hier ist noch was. Nein, das führt auch nur wieder in diesen Raum. Das führt nur wieder hier hin. Ja, das ist ein anderer. Das müsste irgendwo zu einem Teleporter führen, wo ich noch rein kann. Ja. Das sieht richtig aus. Wir haben wahrscheinlich nichts verpasst. Mein Gott. Seid ihr dann fertig? Vor allem, wo gehen die Raketen hin? Jedenfalls nicht zum Gegner. Ja. Schieß sie einfach alle daneben, Turok. Kein Ding. Natürlich darf der nicht fehlen. Naja, wir haben den letzten Embryo gefunden. Aber ich habe den Ort der Feder nicht gefunden. Okay. Halten wir einfach drauf. Er gibt gleich eine volle Gesundheit. Okay. Oh, hier gibt es noch einen zweiten Weg. Wird der zum Talisman führen? Er führt auf jeden Fall zu etwas. Drüber kann ich noch nicht. Ja, verschwindet doch. Warum sind denn das hier schon wieder so viele? Oder doch, da, ach, darüber kann ich. Ja. Nehmen wir einfach alles mit. So. Noch ein Teleporter. Wo führt der jetzt hin? Und wo ist das Portal? Ah, der führt nochmal zu einer vollen Gesundheit. So. Naja, dann schaue ich mich mal noch ein bisschen um und suche nach dem Portal. So, folgendes. Das Portal muss vor dem einen Computer gewesen sein, den wir da zerstört haben. Also nicht den Hauptcomputer, sondern... Wir haben ja schon mal so einen zerstört und von da aus geht es zurzeit nicht zurück. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Welt zu Ende und dann gibt es halt hinterher den Talisman. So. Wird das hier heute wird ein bisschen länger gehen, denn nach dem Totem ist noch nicht Schluss in dieser Welt. Da fehlt dann nämlich noch ein Boss. Ich würde gerne meine Munition erstmal ein bisschen auffüllen. Ja. Vor allen Dingen, weil er schon wieder nicht sterben wollte. So. Und da hätten wir dann auch noch unseren Boss. Er hat ein bisschen an die Mantis-Königin im ersten Teil. Aber ich glaube, hier gemeinsam haben die nicht. So. Ist hinten drauf. Oh. Ich kann dem Ganzen nicht ausweichen hier.
ein ziemliches Problem. Ja. Oh. Lass das. Wo ist mein Raketenwerfer? Das scrollt natürlich wieder vollkommen in die falsche Richtung. Ich glaube, der bringt hier gar nicht den größten Effekt. Ja, genau wie der Flammenwerfer, komplett nutzlos ist. Ja, das war ein Treffer. Klar, kann man sie einfriesen? Scheinbar nicht. So. Nein. Schön präsentiert. Oh Gott, hör doch auf. Präsentier doch nochmal dein Hinterteil, bitte. Komm schon. Sei kein Frosch. Denn so benimmst du dich gerade. Danke. Oh Mann. Ich glaube, das war's mit dem Hinterteil. Als sichere Angriffsstelle. Jetzt sind's die Hände. Gott, was ist das? Ah, hier kommt der gute alte Schredder halt einfach wieder zum Einsatz, ne? Na. Ich hab doch auf den Kopf geschossen. Ah. Hat wohl noch nicht fertig geladen gehabt. Im ersten Teil hat er jetzt getanzt, der gute Turok. Aber dieser hier ist wohl nicht so tänzerisch belustigt. So, damit hätten wir alle Schlüssel für Welt 6. Aber die im nächsten Port. Und jetzt noch den Talisman aus Welt 5. So, ich habe mich hier nochmal herteleportiert zum zweiten Kontrollpunkt. Und bin hier in diesem großen Raum mit diesen ganzen Plattformen, wo ich auch dort einmal runtergesprungen bin. Und naja, hier ist noch ein Weg. Ich hoffe jetzt, dass es einfach der Weg ist, den wir gesucht haben. Ist er? Na toll. Das musste ich natürlich übersehen. Cool. Unser fünfter Talisman. Im nächsten Part dann Welt 6. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.